In diesem Video schauen wir uns Driver's License von Olivia Rodriguez an, und zwar auf der Gitarre mit allen Akkorden und allem, was du wissen musst. Denn das erfährst du, wenn du dranbleibst. Jetzt spiele ich es dir erst einmal vor, dann weißt du schon mal ungefähr, was auf dich zukommt. Ab geht's! Delamar, Musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video auf dem Gitarrenhits-Kanal. Mein Name ist Tim und ich zeige dir heute wieder einen neuen Song, nämlich Driver's License. Und du hast ja eben schon gehört, ich habe es dir einmal vorgespielt. Es basiert im Prinzip auf vier Akkorden, kann man sagen, größtenteils zumindest. Mit hier und da dem ein oder anderen coolen so Extension-Akkord, sagt man. Also aus dem C wird dann noch ein bisschen speziellerer C Major 7. Und wenn du wissen willst, wie das alles geht, dann bleib dran. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und ich zeige dir einmal die Griffe, die du kennen musst. Nämlich brauchen wir zuerst einmal ein Capo auf dem dritten Bund. Ach, und bevor ich es vergesse, abonnier doch gerne diesen Kanal, wenn dir das Video gefällt. Wir brauchen also ein Capo auf dem dritten Bund und wie gesagt, es sind eigentlich vier Akkorde. Die blende ich dir doch gerade auch mal so ein hier unten. Mach sie dir einmal schön groß. Und zwar brauchen wir hauptsächlich G-Dur, dann einen E-Moll, wir brauchen einen C-Dur, später noch einen erweiterten C-Major 7, der hier schon steht. Und ganz wichtig noch der D-Dur. Und zum Schluss gibt es noch einen G/H, der sieht so aus. Gehen wir doch mal die ersten vier Akkorde durch. Für alle, die das schon kennen, die können jetzt vielleicht eine halbe Minute weiter skippen. Aber nicht vergessen, dranbleiben, denn am Ende gibt es natürlich noch auf jeden Fall alle Songparts. Und ich zeige dir natürlich, wie alles geht. Also erstmal G-Dur, für alle, die es noch nicht kennen. Das ist hier der dritte Bund mit dem Mittelfinger auf der tiefen E-Seite. Der Zeigefinger ist im zweiten Bund auf deiner A-Seite. Der Ringfinger auf der hohen E-Seite im dritten Bund wieder. Und du darfst alle Seiten spielen. E-Moll sieht so aus. Das ist dann der zweite Bund auf der A-Seite hier mit dem Zeigefinger. Und der zweite Bund auf der D-Seite, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Mittelfinger. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich den Ton gar nicht anstelle. So. Der nächste Akkord, den wir brauchen, ist ein C-Dur. Der sieht so aus. Da greifst du mit dem Ringfinger den dritten Bund auf der A-Seite, mit dem Mittelfinger den zweiten Bund auf der D-Seite und mit dem Zeigefinger den ersten Bund auf deiner H-Seite. Und dann, ganz wichtig, nicht die E-Seite spielen, die klingt ein bisschen schepp. So klingt es schöner. Und der letzte Akkord, den ich jetzt erstmal erkläre, und dann hast du erstmal so die Grundlagen drauf. Alles andere werde ich erklären, wenn wir soweit sind. Zweiter Bund auf der G-Seite, dann den Mittelfinger, zweiter Bund auf der hohen E-Seite und den Ringfinger hier in den dritten Bund auf die H-Seite. Und das ist dann dein D-Dur-Akkord. Und jetzt sind wir eigentlich startklar. Das erste Riff benutzt diese Akkorde auch nur so halb, also selbst wenn du ja jetzt die noch gar nicht so gut drauf hast, solltest du durch den Anfang durchkommen. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, wir machen das Klavierstück ziemlich genau nach. Und das ist relativ einfach tatsächlich. Beim G-Dur greifen wir den hier am besten so, also mit dem Ringfinger. Eigentlich reicht das schon, ehrlich gesagt, der Ringfinger auf dem dritten Bund, das reicht schon. Und gezupft wird jetzt immer mit dem Daumen die E-Seite, Zeigefinger die D und der Mittelfinger die G-Seite. Erst einmal gleichzeitig. Ich scroll da doch mal hier die Tabs runter, das habe ich fast vergessen. So, also gleichzeitig. Und dann bleiben wir ganz lange auf dieser G-Note. Und zwar füllen wir hier zwei Takte mit Achtelnoten aus. Ne? Also es sind wirklich jeweils acht Achtelnoten. Das heißt, am besten zählst du auch bis acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das gleiche nochmal. 5, 6, 7, 8. Und das ist so im Prinzip auch das, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Wir wechseln nur die Akkorde durch.
Wenn du das geschafft hast, dann sollte der Rest echt ein Klacks sein. Das ist ja super easy. Genauso ein Klacks wie auf den Like-Button zu drücken übrigens. Der nächste hier ist ein E-Minor, ein E-Moll. Und dann zupfst du genau das Gleiche. Exakt das Gleiche. Auch die achten Noten zwei Takte auffüllen. Und langsam kann man ein Muster erkennen, denn jetzt kommt C-Dur. Du brauchst gar nicht den Zeigefinger benutzen, aber den Mittelfinger brauchen wir. Jetzt kommt eine kleine Kleinigkeit dazu. Dein Daumen geht nämlich auf die A-Seite, aber ansonsten machst du genau das Gleiche. Also einmal mit dem Daumen jetzt die A-Seite zupfen. Ansonsten bleiben wir hier schön bei den Achtelnoten auf der G-Seite. Und dann landen wir wieder ganz am Anfang beim G-Dur. Das ist eine kleine Besonderheit hier auch. Bisschen tricky, wenn man gewohnt ist, Takte zu zählen, so wie ich, dann erwartet man, dass jetzt hier zwei Takte kommen. Es kommt aber nur einer. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann geht das Ganze von vorne los. Ich scroll mal hier so ein bisschen raus und dann kannst du hoffentlich verfolgen, während ich dir das noch einmal vorspiele, wann hier was passiert. So, jetzt sieht man es gut. Okay, ich spiele es dir einmal komplett vor. Dann kommt der E-Moll. Immer schön die Achtel auszählen. Jetzt kommt C. Wir bleiben auf dem G und dann kommt nochmal G-Dur. Aber nur einen Takt. Und dann würdest du das Ganze wieder von vorne beginnen. Und damit sind wir auch schon durch die Strophe oder Vers, wie ich es hier genannt habe, durch. Jetzt kommt der Pre-Chorus und das ist, ey, ohne Mist, also der Song ist ja sowieso extrem emotional. Ich habe wirklich beim Raushören eine kleine Träne wegdrücken müssen. Und jetzt kommt echt die wunderschönste Akkordfolge. Es ist eigentlich fast nur ein Akkord, aber es ist so ein schönes Pattern. So geht das Ganze. Wir machen jetzt nämlich hier den schönsten Akkord der Welt, nämlich C Major 7. Das ist einfach ein C, indem du den Zeigefinger wegnimmst. Das ist ein C Major 7. Und jetzt zupfen wir dieses wunderschöne Pattern hier. Das ist einfach genial. Ich finde es cool. Okay, also das geht folgendermaßen. Mit dem Daumen bist du auf deiner A-Seite zuerst. Dann gehst du direkt auf die D-Seite und dein Mittelfinger, der hier, der zupft die H-Seite. A, D, H-Seite. Und dann gehen wir wieder zurück zur D-Seite mit dem Daumen. Das ist im Prinzip das Pattern. Vier Noten. Das wiederholen wir. Und jetzt kommt der coole Trick, den sie hier macht. Auf dem Klavier ist es auch wahrscheinlich ein bisschen einfacher als auf der Gitarre. Man muss jetzt hier so ein bisschen komisch greifen. Und zwar gehen wir mit dem Zeigefinger auf die G-Seite in den zweiten Bund zusätzlich. Für die Leute, die es interessiert, das wäre jetzt ein C Major 7 at 13. Ja, ich glaube, so nennt man den dann. Ich habe ihn jetzt hier nicht benannt, weil das muss ja keiner merken. Also auf jeden Fall machen wir das jetzt. Also Daumen immer noch A und D-Seite. Und dann aber der Zeigefinger, wo du jetzt hier den zweiten Bund greifst, auf der G-Seite. Dann gehen wir zurück zur D-Seite, ganz genau. Und dann geht es einmal hoch zur H-Seite, die ist jetzt offen. Wieder die D-Seite. Jetzt musst du umgreifen. Erster Bund, H-Seite und wieder D-Seite. Also nochmal ganz langsam. Und dann kommt die Auflösung. Und das ist jetzt ein genauso cooles Pattern. Jetzt geht sie nämlich hier auf einen G und spielt ein bisschen auch hier mit diesem einen Ton. Daumen D-Seite, Daumen E-Seite, dann D-Seite, H-Seite und zurück zur D-Seite. Das ist ein ganz ähnliches Pattern, eben auch diese vier Noten. Aber jetzt kommt der Trick, nämlich hier zweiter Bund G-Seite. Das zupfst du mit deinem Zeigefinger. Zurück zur D-Seite und die H- und D-Seite nochmal. Also so geht der G hier. Und wenn du auch Sting und The Police cool findest, dann erinnert dich das vielleicht jetzt auch an Every Breath You Take. Das ist nämlich das gleiche Pattern. Okay, damit sind wir auch schon durch das Gröbste durch tatsächlich. Also wenn du bis hierhin geschaut hast, lass doch vielleicht nochmal ein Like da und jetzt machen wir direkt weiter. Und zwar kommt jetzt ein, also ich habe gesagt, das Gröbste ist durch, aber jetzt kommt tatsächlich noch ein etwas schwieriger, schneller Akkordwechsel. Das ist so der Pre-Chorus, kann man fast sagen. Also
beziehungsweise ich habe den Part hier schon Pre-Chorus genannt, das ist so das Ende vom Pre-Chorus, was jetzt kommt. Nämlich ganz schnell Viertelakkorde, E-Moll, D, G, G/H und wir landen auf einem C. Also ein bisschen schnelle Wechsel hier, also wir fangen an auf dem E-Moll, Entschuldigung, so auf dem E-Moll. Dann geht es zum D-Dur, zum ganz normalen G und jetzt kommt der eine neue Akkord hier. Den würde ich dir empfehlen, so zu greifen, kannst ihn vielleicht sogar so greifen, so ist vielleicht besser, machen wir es doch so. Mit dem Zeigefinger gehst du auf den zweiten Bund, auf die A-Seite und mit dem kleinen Finger kannst du hier den dritten Bund auf deine H-Seite spielen. Und da ist jetzt wichtig, dass du beim Strumming versuchst, die E-Seite nicht zu spielen und auch die hohe E-Seite nicht, sondern dass du hier versuchst, von der A bis zur H-Seite zu gehen, weil sonst klingt es ein bisschen komisch. Diese Slash-Akkorde, die sind eben besonders wichtig, weil wir hier eine andere Bassnote haben. Und wenn du jetzt einen tieferen Bass reinhaust, dann geht der Effekt total verloren. Also das ist wichtig, dass du echt versuchst, nur die A- bis H-Seite zu spielen. Und dann geht sie eben auf einen ganzen Takt mit Achtelnoten C. Scroll noch ein bisschen raus und mach sie gerade noch einmal vor. Also wir fangen an bei E-Moll, D, G, G/H, C. Das habe ich natürlich anders gegriffen, ich mache es nochmal. Also E-Moll, D, G, G/H, C. Und dann sind wir im Refrain, der ja so ganz, ganz ruhig ist. Und da können wir auch einfach die Piano-Begleitung übernehmen. Und zwar machen wir einfach einen E-Moll, einen D und dann einen G. Und die sind sehr langsam, ne? Das ist dann so 1, 2, 3. Und dann ein ganzer G, 2, 3, 4. Das ist der Chorus. Und ja, bis hierhin haben wir eigentlich den größten Teil des Songs jetzt durch. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist so ein Lieblingssatz von mir. Das sagen auch die meisten Gitarrenschüler von mir immer, dass ich das immer sage. So, okay, jetzt kommt nämlich noch die Bridge. Und da gehen wir in einen typischen Four-Chord-Song jetzt im Prinzip rein. Und zwar, ich spiele es dir einmal vor. Also die Bridge, das ist jetzt das hier. Ich habe es falsch gespielt. So, vierte Noten. So geht das. 3, 4. Dann haben wir C Major 7. Einen G Major. Und D-Dur. Und das wiederholt sich. Das ist im Prinzip schon der ganze nächste Part. Also, wir fangen bei E-Moll an. Vier Schläge. Dann C Major 7. Erst E-Moll. Dann C Major 7. Die Akkorde kennst du jetzt alle schon. Dann vier Schläge G. So, ich gehe mal ein bisschen weiter. So, hier G. Und vier Schläge D-Dur. Wenn du nicht mehr weißt, wie die Akkorde gehen, geh nochmal zum Anfang vom Video zurück. Da habe ich dir die Akkorde alle eingeblendet. Aber im Prinzip ist das die Reihenfolge. G, dann C. E-Moll, dann C, dann G. Und zum Schluss der D-Dur. Und das sind eigentlich alle Parts vom Song. Wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne ein Like und ein Sub da, dann findest du auch ganz viele weitere Songs, die ich dir erklären kann. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Mein Name ist Tim, mach's gut und bis bald.